Willkommen zurück bei Hogwarts Legacy und wie ihr sehen könnt, sind wir im Hauptmenü. Ja, ganz genau, denn ich wollte euch etwas Wunderschönes zeigen. Guckt mal hier. Ja, der Schnatz. Guckt mal, wie sich das verändert hat. Hier ist der Bohrer, den wir zerstört haben, von Renrock. Hier sind die 4 Erweiterungen für unseren... Wow! Raum der Wünsche. Hier ist die Tasche für die Tierwesen. Da ist das Ei, das wir von diesem hybriden Drachen gerettet haben. Hier oben ist eine Pflanze, vielleicht weil wir alle Pflanzen gekauft haben oder so. Hier sind die Tierwesen. Oh, wow. Streichel ihn doch. Na, quäl ihn doch nicht so. Oh mein Gott. Die ganzen Tierwesen, die wir schon gefangen haben, glaube ich. Unser ausgerüsteter Besen. Das Schwert als Zeichen der alten Magie. Wahnsinn, oder? Das ist ein Niffler. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich wollte es euch mal zeigen. Wie cool. So, Kamera an. Heute startet nicht nur The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, nein, auch noch der Server Slam von Diablo 4. Ein sehr spannender Tag heute. Und wir spielen erstmal Hogwarts Legacy, oder? Wie geht's meiner Lieblingstestpilotin? Super, wie viel willst du diesmal haben? 10.000? Hallo nochmal, Mr. Weeks. Ich habe den Rekord auf dem Südkurs gebrochen. Fantastisch! Der Besen flog also gut? Die bisher beste Verbesserung. Er fliegt wunderbar, extrem wendig. Aber bei dem Tempo, das er jetzt erreicht, spüre ich den Wind unter dem Sitz. Er verhindert, dass er sein volles Potenzial entfaltet. Natürlich! Das hätte ich mir denken können. Genau die Art von Bericht, die ich von Ihnen erwartet habe. Ha! Endlich weiß ich, wie meine letzte Verbesserung aussehen muss. Was werden Sie nach der letzten Verbesserung machen? Ich will Spindwitches zum beliebtesten Geschäft in Hogsmeade machen. Und ich würde gern mal wieder auf einen Besen steigen. Für den Nervenkitzel. Ich könnte nicht zufriedener mit unseren Verbesserungen sein. Wieder den Pessimisten. Die harte Arbeit hat sich gelohnt. So ist es. Ich freue mich auf unser Wiedersehen. Ich schicke Ihnen eine Eule, sobald ich fertig bin. Und nochmals, vielen Dank. Ohne Sie hätte ich das nicht geschafft. Gern geschehen. Hiya. Schön. So. Ja, damit haben wir die nächste Aufgabe abgeschlossen. Wir gucken mal, was denn noch so ansteht. Ja. Ich bin inzwischen ein... Mr. Weeks und ich sind ein gutes Team. Ja, kann man so sagen. Für mich ist Sebastian inzwischen ein No-Go irgendwie. Nach dem Tod seines Onkels. Ich weiß nicht. Er steht ja so ziemlich für alles, was wir eigentlich bekämpfen wollen, oder? Renrock, der Unschuldige, angreift. Ich meine, er hat das ja rechtfertigt, dass Solomon ihn nie unterstützt hat und bla bla bla, ihr wisst schon. Aber einen unverzeihlichen, den Todesfluch auf ein Familienmitglied zu wirken, mit der Rechtfertigung, er hat uns nie geholfen, weiß ich nicht. Pup, das Geräusch. Oh Gott. Ah, da wäre ich schon falsch gelaufen. Na gut. Und die Jungs nerven. Ja, wir haben den schicksten Mantel an. Ich weiß, ich find's jetzt aber auch passend inzwischen, da wir gefühlt vor der nächsten Prüfung stehen. Die nächste Herausforderung von dem nächsten Hüter und dementsprechend gönnen wir uns mal den schönen Umhang. Ja, das heißt also, nach dem hier gehen wir auch schon zur Prüfung. Wir haben ja noch die Schatzkarte offen, aber die machen wir, wenn wir nochmal in den Süden müssen. Da gehe ich einfach mal von aus.
La Krypta. Man müsste ja sogar Angst vor Sebastian haben, oder? Wenn wir jetzt gegen ihn reden und ihm sagen, hey, das war falsch und hey... Wenn er sich von uns nicht bestätigt fühlt, vielleicht wirkt er ja nochmal Avada Kedavra auf uns, ne? Oh. Sie ist am Boden zerstört. Sie hat euren Onkel begraben. Allein. Ich tat es für sie. Sebastian, Anne könnte es nicht ertragen, dich auszuliefern, aber... Was? Mich ausliefern? Sie hat gesehen, was passiert ist. Ich gebe dir Zeit zum Nachdenken, Sebastian. Der muss ausgeliefert werden. Ja? Ja? Junge, du bist ein Mörder! Sorry. Aber warum ist Isidora hier nicht erschienen? Ich verstehe es immer noch nicht. Sebastian, hör mal, was denkst du denn? Taten haben Konsequenzen. Sebastian. Hast du das gehört? Du hast es doch gesehen. Ich wollte meinem Onkel nie wehtun. Ich weiß. Was? Unfassbar, dass er tot ist. Wie konnte das nur so schief gehen? Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht. Oh, Anne. Ich wollte nur helfen. Ich kann jetzt nicht gehen. Anne braucht mich mehr. Nein! Du verstehst es. Nein! Du kannst mit Ominous reden. Bring ihn zur Vernunft. Er hört auf dich. Ich muss zu Anne. Warum hat sie gesagt, ich weiß? Er hat... Wenn es einen Zauberspruch gibt, bei dem man sicher sein kann, was für Konsequenzen er hat, dann ist das der Todesfluch. Da sind wir uns hoffentlich einig, oder? Also alles von wegen, das wollte ich nicht, gilt nicht. Und das zu bestätigen, umso schlimmer. Na, ob, weiß ich nicht, ob Ominous mit sich reden lässt. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Sebastian. Du weißt es nicht? Oh doch, Anne hat niemanden. Ich bedauere alles, was ich getan habe. Ich weiß, es war falsch. Ich hoffe nur, dass sie mir verzeihen kann. Dass mir alle verzeihen. Nein. Solomon kann dir nicht mehr verzeihen, Junge. Egal, wie es jetzt weitergeht. Ich bin froh, dich zu kennen. Armer Sebastian. Nee! Leute. Man kann gerne Verständnis haben, aber es gibt auch Grenzen. Ominous. Eine Katastrophe. Unglaublich. Nach dem letzten Treffen ging ich direkt nach Hogwarts. Bevor ich mit Black reden konnte, hörte ich von Anne. Ich bin sofort nach Feldcroft und fand sie bei Solomons Leiche. Sie war außer sich vor Kummer. Einerseits soll Sebastian die Konsequenzen tragen, andererseits erscheint es ihr unvorstellbar. Ich will Sebastian nicht verlieren, aber wir haben wohl keine Wahl. Nee, sorry. No way. Wir haben keine Wahl. Du hast recht. Du hattest die ganze Zeit recht. Ich wünschte, es wäre anders. Wenn wir das tun, sehen wir Sebastian nie wieder. Das ist mir klar, aber es ist das Richtige. Er hat seinen Onkel getötet. Die ganze Zeit haben wir seine Taten gerechtfertigt. Aber er ist zu weit gegangen. Das muss aufhören. Alles klar. Überlass das mir. Ich sag's dem Schulleiter. Also bis bald. Ich melde mich. Was auch vor uns liegt, wir müssen es gemeinsam angehen. Das weiß ich. Ich bin beeindruckt von unserer Leistung. Diese Aufrüstung ist besser, als ich es erwartet hatte. Schauen Sie mal bei Spindwitches vorbei. Puh, ja. Denn Fakt ist ja, anfangs habe ich auch gesagt, oh nein, Ominous, er will verhindern. Aber inzwischen, es gibt keine Rechtfertigung für das, was er getan hat. Verworrenes Netz? Würde ich aber mal hinreisen, ja? Wir sind ja gerade von Hogsmeade gekommen, dann müssen wir jetzt nicht nochmal, ich sehe es aber gar nicht, denselben Weg jetzt nochmal gehen, ist ja auch nicht so spannend. Ja.
Zumal wir mit Tears of the Kingdom bald ein Spiel haben, in dem wir auch wieder Unmengen Laufwege haben werden. ne. No way. Verworrenes Netz. Aber ich würde ganz gern erst zu LB Weeks. Oh, hallo. Ohne Sie hätte ich die Besenverbesserung nicht so perfekt hinbekommen. Wie immer habe ich für Sie einen Sonderpreis. Naja, es ist ja vertretbar. Die Zusammenarbeit war großartig. Danke, dass Sie an mich geglaubt haben. Mhm. Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis bald. Okay, aber keine Aufgabe mehr. Mein Rat bei unangenehmen Angelegenheiten. Puh. Und im Nachhinein hat Ominous... Ich hoffe, Mary und ihre Nachbarn geht es gut. Hoffe ich auch. Ich wollte nur sagen, Ominous hatte von Anfang an recht. Anfangs habe ich ja auch gesagt, ja komm, wir überreden den, ja komm, das Krematorium zu finden kann schon nicht so schlimm sein. Aber am Ende hatte er von Anfang an recht, dass Sebastian zu weit gehen würde. Verzeihung, Sir, ist alles in Ordnung? Wohl kaum, aber ich möchte keine Schüler mit meinen Sorgen belasten. Ich bin zwar noch Schülerin, aber ich bin vielleicht in der Lage, Ihnen zu helfen. Da wäre ich nicht so sicher. Ich bin übrigens Crispin Dunn. Ich treibe in diesen Dörfern Handel, vor allem aber in Arrenshire. Hübsches kleines Dorf, tolle Gärten. Erst neulich schrieb der Tagesprophet über unsere malerischen Hecken. Bevor ich fortfahre, sollte ich fragen, haben Sie Angst vor Spinnen? Spinnen machen mir nichts aus. Naja. Sie wären überrascht, wie viele ich in letzter Zeit erledigt habe. Gut für Sie. Das Dorf wurde von diesen abscheulichen Dingern überrannt und sie sind ungewöhnlich aggressiv. Natürlich mache ich mir Sorgen um meine Kunden. Es scheint aber, als seien die meisten Dorfbewohner geflohen. Aber ich sorge mich um meine Freundin Mary. Ich habe nichts von ihr gehört und fürchte, sie sitzt in ihrer Hütte fest. Verständlich. Aber warum sehen Sie nicht selbst nach ihr? Würde ich ja, aber ich habe eine tödliche Angst vor den achtbeinigen Bestien, die ich im Gegensatz zu Ihnen nicht überwinden kann. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Kennen Sie jemanden, der Mary helfen kann? Ja, ich mach's. Ein Dorf, das von Spinnen überrannt wurde. Da müssten wir eigentlich schon mal gewesen sein. Warum gibt es plötzlich so viele Spinnen in Arrenshire? Ich kann es nicht erklären. Ich habe in meinem Leben noch nie so viele Spinnen gesehen. Fast, als würde sie jemand züchten. Sie haben das ganze Dorf eingesponnen und ich hatte Glück, dass ich entkommen bin. Mary wusste mit diesen Tieren immer umzugehen. Es ist sehr bedenklich, nichts von ihr zu hören. Boah, das erinnert mich an Kingdoms of Amalur. Da ist doch auch so ein Dorf, kommt, ja gut, in WoW auch. Im Geisterwald, Geisterlande. Da ist ja auch diese eine Siedlung. Überrannt von Spinnen. Der Klassiker, oder? Der Hobbit doch auch. Der Wald. Warum können Sie Ihre Spinnenphobie nicht überwinden? Als kleines Kind wurde ich von einer Bande Raufbolde schikaniert und verfolgt. Dann habe ich mich vor ihnen in einer Baumhöhle versteckt. Innerhalb von Minuten krabbelten Spinnen über jeden Zentimeter meines Körpers. Ich war wohl auf ein Nest gestoßen. Ich war wie gelähmt durch die Angst vor den Spinnen und eine ebenso große Furcht vor den Zauberern, die draußen auf mich warteten. Stundenlang war ich dort gefangen. Wenn ich nur daran denke, spüre ich ihre Beine auf mir. Warum haben Sie nicht das Ministerium gerufen? Habe ich ja. Mit jedem habe ich geredet, der zuhören wollte. Sogar mit Minister Plaudertasche Spavin. Aber anscheinend haben sie alle Hände voll zu tun mit wer weiß was. Dieses kleine Dorf ist wohl sich selbst überlassen. Das ist eigentlich das Schlimmste, oder? Er hat ja nun mal recht. Wir als Schülerin sollten kein Dorf vor Spinnen verteidigen müssen. Naja. Ich werde mein Bestes geben, Mr. Dunn. Bitte tun Sie das. Wenn Ihnen jemand einfällt, der mutig genug ist, um zu helfen, wäre ich sehr dankbar. Arrenshire liegt südöstlich von Hogsmeade, direkt hinter dem Bahnhof. Dann sind wir da ja schon mal gewesen, oder?
Sie nach Mary Portman in Arryshire. Ich würde dir Arryshire sagen, aber Arryshire, okay. Der Soundtrack, muss ich ganz ehrlich zugeben, ist nach der Zeit ein wenig nervig. Der Hogsmeade-Soundtrack. Wäre schön, wenn es da auch mehrere geben würde, nicht nur den einen. Stufe 3 Besen, seid ihr bereit? Oh ja, guck mal, wie lange der Speed hält. Wirke Stupor auf einen Gegner. Ich habe 2 Sterne an meinem Besen. Das muss Arryshire sein. Ich sollte mich auf die Suche nach Spinnen machen. Die sind ja noch aggressiver, als ich dachte. Sicher die letzten. Der Ort war vorher aber nicht eingewoben. Oder? Wir waren hier ja schon mal. Hier war ja auch die andere Aufgabe. Mit dem Flüchtigen. Und dir geht's gut, ja? Nee. Ist auch weg. Was ist denn hier passiert? Ist das eine Folgeaufgabe von dem Flüchtigen? Hat das was damit zu tun? Mit der großen Spinne, ihr wisst schon. Oh nein, das muss Mary sein. Die Ärmste. Ha. Ich habe wie gewünscht das Spinnengift ausgeliefert. Ich erwarte prompte Bezahlung. Die 9 Spiderlinge in meiner Werkstatt im Keller sind beinahe geschlüpft. Ich kann bald mehr Gift liefern, nachdem ich für die letzte Lieferung bezahlt wurde, natürlich Mary Portman. Wenn Mary diese Dinger in ihrem Keller gezüchtet hat, gibt es da unten noch mehr. Ich muss wirklich jede Spinne in diesem Keller vernichten, wenn das enden soll. Der Mantel ist schon schick, ne? Okay, wer ist H? Wer ist die Zielperson? Hagrid. Nee, zu früh. Hagrid gibt's noch nicht. Yay, Spinnenkammerjäger, das ist ja eine denkbar undankbare Aufgabe. Falls Mary die Spinnen hier gezüchtet hat, sind sie jetzt nicht da. Eine Leiter. Ich will gar nicht wissen, wohin die führt. Dort unten sollte ich auf alles gefasst sein. Das ist aber die, Arachnophobie Quest, oder? Eiersäcke. Ich muss sie alle finden und zerstören, bevor die Lage noch schlimmer wird. Ein Eiersack weniger. Fehlt noch der Rest. Dass du eine Riesenspinne bist. Aber auch nicht ihre.
Ja, die Musik passt zu dem generell nicht gerade geilen Setting. Ciao. Hallo? Die Hälfte ist geschafft. Aber ich muss alle Eiersäcke zerstören. Hinde um. Dann bring du. Spellianus. Ich kann nicht zulassen, dass ihr Arranger noch mehr antut. Okay, das ist das Labor, hm? Ich habe endlich den perfekten Ort gefunden, um eine Spinnenkolonie zu züchten, und er war tatsächlich die ganze Zeit direkt vor meiner Nase, mein Keller. Warum habe ich da nicht früher dran gedacht? Warum hat das eigentlich noch niemand? Meine Spinnen werden groß und stark und ihre Seide wird mich reich machen. Endlich komme ich zu Reichtum. Endlich kein Knausern mehr beim Einkauf in der Stadt. Das wird fantastisch. Ich glaube, ich weiß jetzt, was mit Mary Portman geschehen ist. Sie hat die Spinnen gezüchtet. Ja, das habe ich mir nach dem oberen Schreiben aber schon gedacht. Die Aufgabe, die Mission haut ganz schön rein, ne, vom Soundtrack her und so. Kein gutes Gefühl, dass sie mich sehen. Aber ich sie nicht. Ist das denn so? Offensichtlich. Ja, die Entwickler hatten Spaß dran, den Leuten hier ein bisschen Nervenkittel zu bieten. Sicher wütend machen. Puh, das ist der letzte Spinnensack. Finde den Ursprung der Eier. Oh yeah, das musste ja noch kommen, ne? Okay. Die Musik. Ja. Mir gefällt's hier total. Oh no. Oh no. Nein, halt. Das ist die letzte. Und sie ist wütend. Okay. Ich werde wohl den Rest meines Lebens Albträume haben. Potato! Contringo! What?
Das war absolut furchtbar. Okay. Also was lernen wir daraus? Züchtet keine Riesenspinnen in eurem Keller, um deren Gift und Seide zu verkaufen. Das geht meistens schief. Und wenn doch, sichert die Gefängnisse, die Zellen. Hier waren wir doch schon, oder? Na, ja, ich laufe im Kreis. Ach, es gibt ja keine Karte. Ja, aber laut Karte ist das doch hier rechts, oder? Rechts. Hier. Und hier hoch, okay. Heieiei. Unschön. Puh. Tja, die Stadt ist für immer kaputt. Eieieiei. Ich würde eigentlich noch gern die Prüfung machen. Tja, wird lustig, dir mir zu erzählen, dass sie tot ist und dass sie schuld ist für die Spinneninvasion. Toll, obwohl ihr Bruder so Probleme mit Spinnen hatte, hatte sie kein Problem damit, selber Spinnen zu züchten. Sehr nett. Sicher keine andere Wahl, als Pratt herzubringen. Nur unter uns. Wenn er nicht mit dem Schulleiter befreundet wäre, hätte ich ihn an Ort und Stelle gelassen. Sie hatten sicher ihre Gründe, aber in Alfred Lawleys Haus einzubrechen, war keine gute Idee. Die judged uns aber, ne? Zweiter Judge-Satz in zwei Sätzen. Mr. Dunn, ich habe Neuigkeiten. Merlin sei Dank. Wie geht es meiner Mary? Es scheint, als hätte Mary in ihrem Haus Spinnen gezüchtet, um Profit zu schlagen und deren Vermehrungsfähigkeit gehörig unterschätzt. Oh, Mary, auf welche Machenschaften hast du dich eingelassen? Wenn sie in finanziellen Nöten war, hätte sie mich doch fragen können. Sie hat das nicht verdient. Oh nein. Tut mir leid wegen ihrer Freundin. Vielleicht hilft es, dass ich die Spinnen beseitigt habe. Es ist nun wieder sicher dort. Was? Sie haben die Spinnen beseitigt? Ich kann es kaum glauben, aber ich bin erleichtert. Ich schätze, als erstes helfe ich beim Wiederaufbau des Dorfes. Vor toten Spinnen brauche ich mich wohl nicht zu fürchten. Naja. Das ist die richtige Einstellung. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Vielen Dank für alles. Ich halte Sie über den Neuaufbau des Dorfes auf dem Laufenden. Schön, dass ich helfen konnte. Ich werde bei meinem nächsten Besuch in Ihrem Laden vorbeischauen. Für Mary, die von uns gegangen ist. Unheimliches Kuriositätenregal. Sir? Nach was genau steht Ihnen der Sinn? Es war mir eine Freude. Mhm.
Ja, dann viel Spaß beim Aufwickeln der Spinnenseide. Gut, haben wir das. So, jetzt war's das aber, oder? Haben wir hier nur eine Aufgabe? Wir gucken mal. Weltkarte. Nö. Nö. Okay. Die Hauptaufgabe war ja hier, ne? Hier. Hier? Ja, oder? Aufträge. Sanbakars Prüfung. Jo. Dann nehme ich mal die Schnellreise. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Ah, ich spüre schon, wie ihr über mich judgt, dass wir an der Stelle nochmal die Schnellreise benutzen. Aber auch hier sind wir erst vor einem Video gewesen, als wir den die Florflamme noch mitgenommen haben. Welche fehlt uns eigentlich noch? Nur die eine? Rein Interesse halber? Das ist gar nicht dabei, ne? Nee, aber ich meine, es ist nur noch die hier. Und da ist auch die Schatzkarte übrigens. Die machen wir auf dem Rückweg. Das sind sie ja. Ich habe gute Nachrichten. Wir müssen uns nicht mit Renrocks Anhängern auseinandersetzen. Die schlechte Nachricht ist, dass sie anscheinend die Hüter nicht mehr für Informationen aufspüren müssen. Revelio. Confringo! Ist das ein... In der Tat. Ich denke, ich weiß, was zu tun ist. Erkennen Sie den Kopf, der dort zu sehen ist? Das soll ein Kopf sein? Ach so, doch. Es scheint ein Grabhorn zu sein, ein furchterregendes Wesen. Und die Abdrücke im Boden lassen mich vermuten, dass ein Grabhorn irgendwie den weiteren Weg freigeben wird. Das meinte Professor Rackham, als er sagte, ich müsse mich mit Bestien verstehen können. Ganz offenbar. Ich weiß, dass das letzte einer langen Dynastie von Grabhörnern in der Nähe lebt. Man nennt es den Lord der Küste. Sie werden ihn hierher bringen müssen. Was dann passiert, kann ich nicht sagen. Ah, wir haben ja schon von unserer guten Schnellreisedame gehört, dass es den Lord der Küste gibt. Und wir haben auch schon den Bau gesehen. Wisst ihr noch, an der Küste unten, diese große, kahle Fläche? Macht Sinn. Haben Sie je ein Grabhorn bezwungen, Professor? Das habe ich. Vor Jahren, ausgerechnet in Stonehenge. Das Ministerium steht dafür immer noch in meiner Schuld. Es kann natürlich schwierig sein, schließlich sind sie riesig. Doch es ist nicht unmöglich. Meiner Erfahrung nach werden viele ihrer Zaubersprüche kaum Wirkung entfalten. Sie müssen ihn zermürben. Na super. Wenn es sein muss, tue ich es. Hervorragend. Ich kenne diese Gegend gut genug. Wenn Sie die Überreste eines großen Meerestieres sehen, sind Sie richtig. Professor Rackham stellte klar, dass sie mit jedem Tierwesen, das Teil des Prozesses ist, allein zurechtkommen müssen. Ich wünsche ihnen viel Glück. Ich werde in der Kartenkammer auf sie warten. Oh je. Suche den Lord der Küste. Lord of the Coast. Professor, danke für die Hilfe. Oh, ich mag unseren Mantel. Den hätten wir früher anziehen sollen, oder? Wie der von Slytherin wohl aussieht, genauso grün mit Schlange. Steuerkreuz links, Grabhorn. Macht Sinn, ne? Ernsthaft? Okay, ich darf hier nicht mit dem Reittier raus. Ja, jedenfalls hätten wir den Mantel früher anziehen sollen. Der ist echt schick. Run, run, run. Thank you.
Niemand. Aber das heißt ja dann auch, dass wir noch weitere Tierwesen fangen müssen, oder? Jedes Tierwesen, das Teil der Prozedur ist, hat Professor Fick gerade gesagt. Ja, aber trotzdem Wahnsinn, ne? Dass wir uns für unser erstes Jahr in Hogwarts derart gut schlagen. Abgesehen von Spinnen. Hier muss es sein. So, weg mit dir. Also gut, Lord der Küste. Zeige dich. Phase 2. Kopfball. Ich halte das nicht mehr lange aus. Ich auch nicht. Och, Leute. Deine Hilfe.
What? Das Grabhorn verfügt über einen mächtigen Sturmangriff der Gegner und bestimmte Barrikaden großen Schaden zufügt. Halte L2 gedrückt, um ihn auszulösen. Achte auf die Ausdaueranzeige des Grabhorns, da sie beim Angriff verbraucht wird. Okay, das ist cool. Bei den Drachen nicht. Es wird den Lord der Küste nicht aufhalten. Expulsion! Das sollte ich untersuchen. Aber wir dürfen das behalten, ne? Als Reittier. Ob ihr wollt oder nicht. Verschwindet. Wir hatten doch. Ah, den Kampf überlebst du nicht. Ich hab ein Grabhorn, Leute. Es hat vom Gesicht her was Menschliches, was es ziemlich unheimlich macht. Aber es ist trotzdem cool. Wow. Absteigen. Wow! Der passt. Was? Okay, ich liebe es. Ich liebe es. Wow. Wo sehe ich das denn? Inventar? Grabhörner sind große, in den Bergen lebende Tierwesen mit einer harten Haut und zwei scharfen Hörnern. Die tentakelartigen Anhänger im Gesicht der Grabhörner dienen dazu, Nahrung zu fangen und ihre Jungen zu versorgen. Grabhörner sind für ihre aggressiven Wesen bekannt. Es ist jedoch schon vorgekommen, dass sich eine Hexe oder ein Zauberer in seltenen Fällen mit ihnen angefreundet hat. Wir zum Beispiel. Mag das Design. Aber wieder mit weniger Heiltränken nahezu unmöglich. Für mich zumindest. Umso wilder die... Ach, das Porträt. Umso wilder die Kreatur... Vielleicht hatte Professor Rackham ja recht damit, ihm zu vertrauen. Ich jedoch bin noch nicht überzeugt. Isadora war nicht, was sie zu sein schien. Ich hoffe nur, dass das bei Ihnen anders ist.
Meine Erinnerungen sollten sämtliche Fragen über die Kräfte beantworten, die sie zum Schutz benötigen. Danke, Professor Bakar. Wir sehen uns in der Kartenkammer. Ja, deswegen durften wir niemals für Sebastian N. die Schmerzen nehmen. Das war's aber schon. Nur das Grabhorn. Ich hätte jetzt ein bisschen mehr erwartet. Ein bisschen. Aber es ist die letzte Erinnerung, ne? Puh, viel Spaß. Hallo? Isidora? Isidora? Ach, Mr. Morganack, ich... Sam, gut, dass Sie da sind. Isidora war nicht zu Hause. Ich weiß. Doch Ihr Vater. Oh, Percival. Was hat er? Mir scheint es, ihm wurde nicht nur der Schmerz genommen, sondern alle Gefühle. Alles ist noch schlimmer, als wir befürchtet hatten. Neve hatte recht. Isidora hat weitergemacht. Ich habe gerade erfahren, dass sie die Magie bei Schülern benutzt hat. Wir brauchen die anderen. Wir müssen jetzt zurück zum Gemeinschaftsraum. Verstanden? Was haben Sie getan? Tief einatmen. Schüler, Isidora? Jeder fühlt Schmerz. Und warum? Wegen ihrer Arroganz. Ihrer Geheimniskrämerei. Niemand wird leiden. Nie mehr. Weder mein Vater, noch meine Schüler. Niemand. Isidora, runter mit dem Zauberstab. Professor, Sie lehrten mich, Macht zu nutzen, nicht sie zu verstecken. Das lehrte ich Sie nicht. Expelliarmus! Thank you.
sie lebt. Das war ein vertretbarer Einsatz von Avada Kedavra, genau wie er auf Voldemort ein vertretbarer Einsatz gewesen wäre. Nicht auf Solomon. Oh, wie krass. Die war gut, die Zwischensequenz. Okay, aber ich hab's schon befürchtet, dass Isidora irgendwann gegen die Hüter kämpfen würde, aber dass sie dann starb durch Avada Kedavra? Wow. Dann kann ich auch Bakar verstehen, dass er uns nicht so leichtfertig vertraut, nachdem er die damalige Nutzerin der alten Magie außer Gefecht setzen musste. Und dieses Kugeldings da, was war das jetzt? Die Höhlen unter Hogwarts, wo sie gegen Isidora kämpften. Befindet sich dort das letzte Behältnis? Ganz recht. Wir konnten die Gefühlsstränge, die Isidora gestohlen hatte, nicht einfach zerstören. Also taten wir alles, um sie sicher zu verwahren. Wir erkannten auch, dass die Magie, die sie erschaffen hatte, ebenfalls eine Gefahr für die Welt der Zauberei war. Also wurden wir Hüter. Hüter eines unermesslichen Geheimnisses. Wir wussten, dass eines Tages jemand mit der Fähigkeit, Spuren alter Magie zu sehen, ihrer Macht anheimfallen könnte. Wir schufen die Prüfungen, um diese Person zu uns zu führen, damit sie sich des von uns verborgenen Wissens und der damit einhergehenden Verantwortung als würdig erweisen kann. Habe ich mich etwa nicht bewährt, Professor? Ich muss das Behältnis vor Ranrock erreichen. Das haben und das werden sie. Doch das Behältnis wird von mächtiger alter Magie geschützt. Um es zu betreten, müssen sie aus den 4 Artefakten über unseren Denkarien einen speziellen Zauberstab fertigen. Das Behältnis ist also erstmal sicher vor Ranrock. Wenn er, wie sie vermuten, in der Lage ist, die Macht des anderen Behältnisses zu nutzen, könnte er unsere Verteidigung durchbrechen. Dann muss ich diesen Zauberstab herstellen. Vielleicht hilft mir Mr. Ollivander. Noch ein Ollivander? Das überrascht mich nicht. Wie er Ihnen sicher sagen wird, dient dieser Zauberstab nur einem einzigen Zweck. Kehren Sie mit dem Stab zurück und wir machen den Weg frei. Ich schicke Ollivander eine Eule. Während Sie ihn besuchen, spreche ich mit Professor Weasley. Professor Weasley? Ja. Es war möglicherweise eine Fehleinschätzung, ihr nicht früher von Ranrocks Absichten zu erzählen. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Wenn Ranrock wirklich unter Hogwarts bohren will, brauchen wir jede Hilfe, die wir kriegen können. In Ordnung, Professor. Auf Wiedersehen. Da hat der einfache Avada Kedavra auf sie gewirkt. Wow. Was soll ich mit den Artefakten machen, Professor Rackham? Bringen Sie sie zu Mr. Ollivander. Er wird einen Zauberstab herstellen, mit dem Sie das Behältnis betreten können. Frage Gilbert Ollivander nach seiner Meinung. Boah. Eins, zwei. Dennoch die Frage, warum ist es Isidora in keinem oder warum ist Isidora nicht in ihrem Gemälde erschienen? Wieder mal auf Abenteuertour? Ja, mehr als das. Warum ist ihr Gemälde leer? War sie tot, bevor sie es fertigstellen konnte?
bist du? Es war ein Unfall. Ja, ich bin schon schockiert. Die Erinnerung war heftig. Ist irgendwie Geisterstunde oder was? Hier ist einer der Altäre, die Professor Shah erwähnt hat. Haben wir schon gelöst. Ein Stab, der nur zu einem einzigen Zweck erstellt wurde. Das heißt also, wir werden den nicht zum Zauber nutzen können. Schade. Auf geht's nach Hogsmeade. Ja, aber kein erfreulicher Grund. Zauberstabbeherrschung. Okay. Machen wir noch, oder? Den Dialog? Ja, warum nicht? Da ist Ollivanders. Ich hoffe, er hilft mir mit dem Zauberstab der Hüter. Your wand waits. Dein Stab wartet. Oder nächste Aufnahme. Ich weiß es nicht. Na komm. Ihr wollt nicht bis zur nächsten Aufnahme warten, ich oder? Ich glaube, ich weiß, wo Doran ist. Du findest mich im verbotenen Wald. Lass uns Doran von dem Symbol erzählen, das die Mondkälber gemacht haben. Ich könnte schwören, dass die Statue bei Das machen wir zuerst. Oh, das ist gemein, ne? Poppy hat Doran das Symbol gezeigt, das die Mondkälber beim Steinkreis hinterlassen haben. Ich sollte mir anhören, was Doran zu sagen hat. Das ist ja die Rettung des Schnatzers. Also, sorry, wir müssen leider eine Nebenaufgabe vorschieben. Es kann aber auch gut sein, dass wir beides machen. Dass wir sowohl die Nebenaufgabe als auch die Stabbeherrschung in der nächsten Aufnahme erledigen werden. Die Musik ist leicht nervig mit der Zeit. Das sage ich jetzt nach 60 Spielstunden, aber ja. Da fehlt ein zweiter, entspannterer Soundtrack. Triff dich im verbotenen Wald mit Poppy. So. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich freue mich doch genauso wie ihr auf die Hauptstory. Müsst ihr auch mal so sehen. Auch ich will am liebsten direkt weitermachen. Mache ich auch, denn ich nehme direkt nochmal auf, aber auch ich würde gerne jetzt direkt weitermachen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal mit Hogwarts Legacy. Ciao.